Servus Leute, ich begrüße euch heute wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin 16 ganze Tage out, Freunde, von meinem ersten Bodybuilding-Wettkampf. Hinter mir, beziehungsweise neben mir, Freunde, Paul Unterleitner, Johannes Lukas. Ihr solltet sie kennen, wenn nicht, schleunigst abonnieren, Freunde. Und wir zusammen werden heute meine Form abchecken. Ich werde mein Posing machen. Und Johannes und Paul werden drüber schauen, bewerten bzw. ihre Meinung abgeben, wie sie die Form so finden, wie sie das Posing so finden. Und ja, deswegen ziehe ich mich erstmal aus. Also große Probleme wird Manu mit den Haaren dann auch nicht haben, außer mit den Beinen. Aber zwischenzeitlich hast du sie ja schon mal auf den Beinen rasiert. Okay? Genau, ja. Aber ich habe mir sogar vorgenommen am Samstag. Also heute ist Donnerstag. Aber seitlich im Kopf hast du den schon durchgewitzt. Hast du einen leichten, ganz blonden Flaum hier. Kannst du trotzdem abmachen. Ja, auf jeden Fall werde ich auch. Ich hatte auch vor, die Arme am Samstag abzumachen. Also ja. Full Body Resur. Aber ich finde, am Bauch ist schon echt gut. Also seit ich das letzte Mal gesehen habe, ist schon ein bisschen, ja? Zwei Wochen her. Paul war jetzt hier weg. Sieht man leichte Ansätze von der Brustader. Die kommt am Abend sind die immer am heftigsten, Alter. Ja. Da sehe ich gerade, dass ich mich angepisst habe. ich kenne es, Leute. Okay. Ein Tropfen geht immer daneben. Ne? Dann starten wir einfach mal mit der Grundpose. Ja, die Beine haben richtig guten Sprung. Also das hast du auch schon mal gesagt, innen fehlt noch Adduktor. Okay, aber voll. Sonst, die Quads sind stabiler. Der Vastus ist sehr stabil, ne? Die Träne sozusagen. Spar mal den Arsch an und lass mal locker. Ach, guck mal. Auch. Locker und anspannen. Ja. Ja. Hier unten sieht man schon leicht. Ne? Ganz leichte Streifenansätze. Die schön. Ja, der Oberkörper steht sich schon sehr gut. Versuch mal den Kopf in Not zu lassen. Den Kopf im Lot zu lassen, so nach vorne schieben. Einfach nur einmal rotieren, fertig. So? Jetzt dreht so die Schulter ein, verzieht sie so, weißt du? Man muss noch mal neu machen. Gerade und einfach die Schulter einmal nur im Schritt. Genau, okay. Ja. Mhm. Da habe ich zumindest heute in der Früh beim Formcheck schon leicht den Beinbeuger durchblitzen sehen. Mhm. Hier unten sieht man auch schon leichte Konturen. Ja, ein bisschen was kommt da. Ja. Okay. Nur oben im Schulter bitte einmal rotieren und Fläche zeigen. Das ist die bessere Seite, nicht, gell? Sehr schön. Ab Brust, die wird schon steif liegen. Also das Schulterarm ist halt deine Stärke. Ja, ganz klar. Jetzt natürlich auch noch ein Brustrückentraining, ist der Pop dementsprechend. Ja, auf jeden Fall. Haben gerade Brustrücken trainiert. Aber dafür kannst du auch Lat gut ansteuern. Hoffen wir es. Weil von vorne muss ich ehrlich sagen, meine persönliche Meinung ist das eine der schwächsten Posen, die Doppelbizeps. Doppelbizeps von vorne. In der Massephase habe ich sie immer übelst gefeiert. Derzeit mache ich sie nicht so gerne. Das ist cool, oder? Das hast du nicht draußen. Die Beine nicht. Versuch mal nicht so krampf. Wie bleibt man locker, bleibt man entspannt. Entweder du hast die Muskeln oder hast sie nicht, aber jetzt übertrieben. Anspannen ist Quatsch. Einfach rausholen, lächeln, Spaß. Guck mal, genau. Du kannst ja nicht mehr zeigen, als du hast. Weißt. Auch dieses Zittern, versuch die gar nicht erst anzugeben. Vielleicht solltest du auch einen Ticken enger stehen, damit man nicht dein Gap sieht. Es ist so Gap. Ja, Feige. In die Ladies. Schön. Ja. Hacken ein bisschen mehr zusammen, damit da keine. Nee, die hacken ein bisschen mehr zusammen, damit man das Loch nicht so. Nee, doch zack. Deutsch hier. Hacken. Ja, bis in den Knie. Mhm. Schön, cool, oder? Geh mal mehr auf die Fußspitze. Stell mal den Fuß richtig an. Ja. Ja, da kommen auch schon mehr Konturen doch seitlich. Für die Längsstreifen. Jetzt. Alter, der Arm und die Schulter von der Seite, definitiv total. Ja. Schön, schön. Super. Und der Ohrsch. Zack. Ah, da geht noch was. Ah, Endspurt. Ja. Mhm. Ich weiß es nicht. War ja eine lange Zeit eher so eine Problempose. Kann auch Paul berichten. Aber hier in den Rücken. Hat er gut geübt. Ja, schön Beinbeuger fest. Gut. Macht das super. Macht das super. Bleibt. Beine fest, nicht gewürfen. Ja. Ein bisschen noch nach vorne, ja. Ein bisschen einen Ticken mehr öffnen, nach vorne ziehen. Dass es ein bisschen breiter wird. Ja. Besser. Puh.
Come on. Und dann eine Sache, die mich richtig interessiert, Leute, unbedingt bitte in die Kommentare schreiben. Welche Abs-Pose ihr bevorzugt bzw. mehr feiert? Werdet jetzt gleich sehen, welche ich meine. Entweder die. Versuch mal den Lat, ja, zu öffnen. Oder die. Das ist halt keine Bauchpose. Nicht so klein. Das ist keine Bauchpose, die kannst du auf der Bühne so nicht stehen. Ne? Echt nicht? Paul meinte, ich kann die machen. Also soweit ich weiß, ist das keine offizielle Bauchpose. Mhm. Okay, Maus Maske. Ja. Und jetzt die normale. Jetzt sowieso zuerst die und dann in die Krabbe. Und dann in die Krabbe hinterher, genau. Das passt ganz gut. Und jetzt kannst du die wieder herziehen. Also mich würde mal von den Zuschauern interessieren, welche Pose sie von dir am besten finden oder welche Top 3 Posen ihrer Meinung nach, eurer Meinung nach, die stärksten sind. Ne? Aber ich muss ehrlich sagen, was ich auch richtig geil einfach finde, ich habe gemerkt, jetzt wirklich in den letzten 2-3 Wochen mache ich täglich mein Posing, dementsprechend fotografiere ich mich auch täglich. Man kann wirklich schön über die Tage einfach einen Progress, finde ich, also ist meiner Meinung nachverfolgen bzw. mit dem freien Auge einfach sehen, und ich schwör's euch, es gibt kein geileres Feeling als das. Also immer, wenn ich zum Beispiel in der Schule sitze, am Nachmittag hier bin, ein bisschen demotiviert, keine Ahnung, nicht demotiviert, sondern halt einfach hungrig, schlapp und so weiter. Demotiviert, sag's ruhig. Wirklich nicht demotiviert, sondern eher müde, kaputt. Ja, ja. Dann denke ich daran zurück, an die ganzen Fotos, wie viel Progress ich bis jetzt gemacht habe, wie geil es einfach teilweise vorangeht. Und dann du bist halt belohnt. Du bist jeden Tag aufs Neue belohnt mit einer kleinen Veränderung. Und das ist das Geile, Alter. Heute sogar Fiesgewicht? Genau, 76,8 Kilo. Jetzt wird nochmal angezogen. Auf jeden Fall, Leute. Und deswegen unbedingt abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Es wird richtig geiles Zeug kommen, Freunde. Also ausgewertet haben wir sie jetzt noch gar nicht, aber ich denke, man muss da nicht viel dazu sagen. Ich finde es toll. Ich finde es toll, wie Manuel einfach seine Hausaufgaben macht. Also er tritt da quasi in deine Fußstapfen. Es ist nicht selbstverständlich, dass Menschen, Athleten, selbstständig agieren und ihre Hausaufgaben machen, ohne dass man sie dazu zwingen muss oder immer wieder antreiben muss. Das heißt, du bist wirklich, du gehst mit 17 Jahren schon in Eigenverantwortung. Das freut mich auf jeden Fall, mega zu hören. Du machst das, was man gesagt hat. Du fragst nach, du bist fleißig, man kann sich auf dich verlassen. Also zwischendurch wird nicht irgendein Riegel gefressen oder mal hier improvisiert, da improvisiert, weil du genau weißt, du scheißt nicht nur deinen Trainer an, sondern am Ende nur dich selbst. Und es geht am Ende nur um dich. Der Trainer agiert immer in deinem Interesse. Ich habe das Glück, ich habe mit Paul auch schon einen Athleten, wo ich einfach genau weiß, der macht, der spricht Sachen mit mir ab, der kommt von alleine an, es ist einfach geil. Man kann sich darauf verlassen. So, das fand ich jetzt noch wichtig zu erwähnen. Paul, vielleicht noch ein letztes Wort, einen letzten Satz. Zum Posing, zur Form. Weiterhin üben. Also zittern sollte man es nicht unbedingt. Schweißausbruch soll es auf der Bühne eventuell auch nicht bekommen. Aber also es ist schon besser. Und was das habe ich noch gar nicht gesagt, weil ich schwitze derzeit so viel wenig wie noch nie. Natürlich. Ja. Also jetzt ohne Witz habe ich mehr geschwitzt als die ganzen letzten 1,5 Stunden Training. Aber ja, so ist es, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Unbedingt eine Bewertung abgeben. Würde mich richtig interessieren, was ihr zum Progress, zur Form, zu allem sagt, Leute. Deswegen kommentieren, abonnieren und liken. Und ich würde sagen, wir sehen uns somit beim nächsten Video wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut bei den Jungs vorbei, wie gesagt. Bleibt dran hier. Und wir sehen uns. Peace. Ciao.